Ja, gegen Wahrheit habe ich mich doch gecheatet. Jetzt habt ihr die Wahrheit gerade gehört. Auch gecheatet. Und damit herzlich willkommen zur 52. Folge. Whee! In Thanos Labor, Digga, man, diese Sonne, Alter. Ich hab sogar so einen schwarz-grünen Vorhang. In Thanos Labor, was? Ja. Was geht? Was treibst du in einer verlassenen Mine? Okay, schon gut, ja, ich verstehe das. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass wir an etwas arbeiten, und zwar... Ich hab eine tolle Überraschung für dich. Das ist der Hammer. Du wirst es lieben. Wir fuhren in meinem Kackebank. Freu mich schon. Komm schon, wir haben das besprochen. Jedenfalls... Und sogar die Waffenkiste, die Schatzkiste gleich, ne? Die sagen ja immer die große Kamera. Wenn Tennis ja hier schon war, wieso müssen wir die hier sammeln, die Aufzeichnungen? Wenn er hier ihr Labor ist. Weil sie es nicht mitgenommen hat. So läuft das. Streich mir jetzt die Lore. Vertrau mir einfach. Ach, Rappe Kate. Ich habe kein Blut, also wow. Nehme ich deins. Richtig geiler Loot. Oh ja, lila, blaue. Mir kein einziges Ledernas. Das ist schön. Das macht sogar so viel Damage. 413 Damage für eine Pistole. Das ist aber Level 36er Stuff. Da muss ich noch einen Level abwerten. Streiche die Lore jetzt, ne? Warkids, vernichte sie! Wenn diese Viecher in mein Labor gelangen, könnten sie meinen kostbaren Ausrüstung beschädigen. Ich hab das Gefühl, dass daran einfach meine Schüsse einfach nur abprallen an den Viechern so richtig. Jetzt sind sie in eine Panzerung, so eine Art. Geil. Ich hab einen Schuss getroffen. Komm, den letzten. Die letzten kannst du machen, oder? Letzte. Mehrere hier. Den letzten kannst du machen. Trefft die halt gar nicht mit dem Nutzen, aber die sind so fucking schnell. Nervige Viecher. Und danke, Kate. Wir unterhalten uns bald mal wieder. Okay, da ist er. Mein Iridium-Verstärker. Wir müssen ihn zurück zu Rolands Grab bringen. Deaktiviere zunächst diese Kopplungen, um ihn für den Transport vorzubereiten. Bestimmt passiert jetzt irgendwas. Ich habe nie jemanden in mein Labor gelassen, aber für dich mache ich Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Hervorragend! Senke jetzt den Verstärker. Ich glaube, einer dieser Schalter sollte das übernehmen. Wieso? Gut gemacht. Allmählich verstehe ich, wieso Lilith dich immer alles machen lässt. Fürs Erste können wir den Verstärker in Rolands Grab aufbauen. Ich habe Bond dieser menschlichen Skulptur aufgetragen, dir beim Transport zu helfen. Er ist unten in der Garage. Hey, Kammerjäger! Also mein Kopfgeist hat mir gesagt, ich soll dir helfen, einen Irid Sammler zu ertragen. Vielleicht stellt sich jetzt heraus, dass er extrem stark ist. Der Trick ist es einfach mit seinen bloßen Händen, das Teil. Ja. Und was macht das Teil jetzt? Sammelt das jetzt einfach nur Iridium auf? Oder was brauchen wir das jetzt unbedingt? Hallo? Ja? Mein Spiel ist gecrashed. Oh, ist das schade. Dann musst du mal kurz mich einladen. Am besten nicht weiterlaufen. Ich würde dann danach eh wieder aufhören. Wieso? Boah, schon ein bisschen spät und ich muss noch Hause machen. Oh, ja, ist ein bisschen spät, es ist 14 Uhr, also so um 2. Ja, ich muss aber noch Hause machen. Ich würde auch gerne noch meine Serien weiterschauen. Ich würde gerne das Spiel heute durchspielen. Ich nicht.
sowieso. Warte, verstehe ich gerade nicht, das Intro ist laut. Was hast du gesagt? Mein Spiel ist jetzt auch abgecrackt. Okay, dann lade ich dich an. Das ist ein toller Folgenbeginn. Spiele stürzen ab, Herz wieder gebrochen. Wieso hören wir jetzt nicht auf? Weil sonst einfach der ganze Anfang fehlt. Ja und? Ich spiele nur noch 15 Minuten, mach dir keine Sorgen. Danach bist du mich okay, los. Dann lad mich ein. Also spiel erst schnell. Für immer. Yeah. Genau, ab dann spiele ich nämlich alleine weiter. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich heute noch versuchen, irgendwie die sechste Staffel von Talking Dead irgendwie fertig zu kriegen. Es sind ja noch zwei Folgen, also eineinhalb Stunden. Aber freust du dich, ne? LOL kommt jetzt fürs Handy raus. Yay. Ich will auf dem PC so schlecht, juhu. Aber ich werde dann wahrscheinlich danach ein bisschen Overwatch weiterspielen. Macht aktuell irgendwie Spaß, aus irgendeinem Grund. So. Bist du bereit, Bro? Dann mal los! Das ist ein geiles neues Schild. Hier gibt es Schilde, Mods und Seelenfrieden. Sogar Hirnteile. Also schlag zu! Komm schon! Fahren wir, Bro! Ich bin gerade wieder so laut vor. Ja. Und auf die andere Seite. Mit der geilen Musik. Was haben wir denn dafür? Also diese Redosam. Der Antrieb wäre geil, ne? So irgendwo. So ein Kack, die Banditen haben uns gefunden! Fahr schon, Bro, fahr! Mach ich doch. Wenn du kurz ein paar Stunts für die Zuschauer machen. Boah. Ja, wenn du einmal hier stehen bleibst mit dem Wagen, ey, das war's dann komplett. Boah, ist den Treffer schon. Spider-Rants. Hey, halt dich bloß von denen fern. Die Dinger sind innen noch hässlicher als außen. Ist eine lange Geschichte. Außerdem sind zermatschte Spider-Rants eine Banditendelikatesse. Ich meine ja nur. KDK, mach ein bisschen fertig! Willkommen in der Gefahrenzone, Sackgesichter. Wenn das Auto sich nicht so scheiße fahren würde. Sie schießt auf uns! Das erinnert mich so an Jack und Dexter gerade, diese Fahrmission von mir irgendwie. Der hört sich an wie Dexter. Beschütze unsere Ladung! Der hört sich wirklich an wie Dexter, wenn man sich das jetzt so gerade so nachdenke, ne? Ja, ein bisschen. Als hätte ich jetzt gerade so eine kleine Ratte auf der Schulter. Wir haben neue Verfolger! Mach ein bisschen platt! Ja, ich bin der Blatt. Ich glaube, ich hab Bock. Es gibt Nachschub! Gefahrenzone! Erstmal stehen bleiben und leveln, ne? Puh, gute Arbeit. Ich glaube, wir haben es geschafft.
Ja. Ich schau mal kurz, ob sie irgendwas einsammeln. Wir sind nicht sicher. Schlag mir sie zurück. Das ist gerade ein schlechter Moment. Oh Mann, ein KDK-Landungsschiff. Nein, pass auf. Ich glaube, dann wird sie auf der Karte markiert. Geschütze! Wenn ich welche sehe, kriege ich die Krise. Seitdem Troy meine Verschiebung gemobst hat. Mach sie platt! Ja, ich versuche gerade fehlerhaft zu fahren. Ich will ja nicht stehen bleiben. Ich habe jetzt zwischen den Raketenwerfern stehen zu bleiben, würde ich wehtun. Und hat's erwischt! All ihre Fahrzeuge müssen vernichtet werden! Sage ich! Vorn! Jetzt habe ich nur Jack und Dexter am Kopf. Vernichte sie! Kein Fahrzeug darf unserem Zorn entkommen. Fast geschafft! Ich krieg hier aufs Maul, Kammerjäger. Du. Oh, der Weg ist blockiert. Kammerjäger. Hä, was ist los denn? Schieß auf den Tank. Da, schieß auf den Tank. Mal kurz gegen so ein dünnes Drahtseil gefahren wahrscheinlich. Bis gegen so einen Faden, was gespannt worden ist. Das war für die Fans. Ja, gegen so einen ganz kleinen Felsen. Das war für die Fans, habe ich einen kleinen Trick gemacht eben. Geschafft! Mein Blut raus! Ich liebe diesen Planeten! Sonnenklopper! Ich meine... Ich muss mir danach echt mal nachschauen, ob ich die Stimme von Dexter auf YouTube hören kann. Das interessiert mich irgendwie. Irgendwie so eine Nostalgie-Momente hier. Erstmal checken, natürlich erstmal mit C geschrieben. Skillpunkt. Irgendwas. Ne, leider nicht. Es gibt nur Speedruns. Ah, Trautesheim, scheiß allein. Ich weiß, wo der. Kammerjäger, Bro. Ich muss sagen, ich habe schon viele verrückte Fahrer hinter mir, aber deine Fahrkünste? Echt. Fett, Bro. So ja, richtig mit meinen geilen fett. Stunts, also kein Wunder. Gib mir Bescheid, wenn du mal wiederfahren willst, Bro. Bro-Trip! Oh, tut mir leid, ich hab mich mitreißen lassen. Egal. Wir bewachen ich das indianische Dings und versammeln die Truppen. Wenn Lilith den Befehl gibt, geht's los. Oh, und kannst du die Geisterfrau in meinem Kopf, dass sie von 8 bis 11 draußen bleiben soll? Da habe ich immer spezielle Gedanken. Oh, ein legendäres Schild. Wow, ist das scheiße. Schild, weil ich hab 2400. Was machst du eigentlich die, was machst du da gerade? Ich habe ein Schild bekommen. Ist unlegendär. Ist schlecht. Okay, kannst du rausgehen? Würde ich uns gerne reißen. Ja. Wir müssen zurück zu Changerary. Zur Changturani. Noch mit Quest. Ach ja. Ich sehe keine. Ich finde, der Typ ist mir zu sehr wie so ein Barney Stinson. Immer dieses Pro. Wenn er jetzt auch legendär mal sagen würde. Das ist legendär. Warte. Der. Legendär. Legendary. So wie mein Inventar, einfach nur Legendary. Ich hab das Gefühl, dass das Spiel irgendwie bei mir langsam nicht mehr hinterherkommt. Ich glaube, wenn ich spawne, wie das Spiel, das noch lange dauert, bis es mir mein ganzes HUD geladen ist und so. Das ist, glaube ich, mir so zu schnell. Alles okay? Ja. Weil du so abwesend mehr rüberkommst.
Lilith. Okay. Tennis Iridium-Verstärker ist platziert und Warns Streitkräfte am Boden sind bereit. Wir kriegen keine bessere Gelegenheit, die Kalypsos anzugreifen. Eingehende Übertragung! Den Kalypsos, schon klar. Das sollte interessant werden. Hey, Kacke-Farmer! Seht euch das an! Sieht aus dem Fenster! Troy steht kurz davor, euch das Rückgrat auf dem Arsch zu jagen. Bleibt angegriffen, aber. Okay. Lol. Der macht einen Thanos-Move. Notfall. Tut nichts Unüberlegtes. Sind alle okay? Ei, Perro! Wie hast du einen Facelock mit dem ganzen Mond hingekriegt? Wow! Was zur Hölle passiert hier? Es ist der verdammte Mond, ihr Idioten! Der Schlüssel zur großen Kammer war die ganze Zeit vor euren hässlichen Nasen! Wisst ihr, ich wollte genug Kammermonster aussaugen, um ihn selbst zu laden, aber dann habt ihr uns eure blöde Sirenenfreundin geliefert und jetzt kann Troy einfach Iridium nehmen. Sobald ich Elpis aufgeladen habe, öffnet sich die große Kammer. Ich saug die Kraft des Monsters im Innern aus und wir werden Götter. Wir würden euch ja zur feierlichen Eröffnung einladen, aber es ist so eine Art Familiensache. Wir sehen uns beim Ende der Welt. Der Mond. Ich bin verloren! Es sei denn, kann ich mich nach den Kanikaren schließen? Reiß dich zusammen, Claptrap! Lilith, wir müssen Troy davon abhalten, die große Kammer zu öffnen. Aber solange er sich Iridium zuführt, ist er nahezu unbesiegbar. Dann nehmen wir ihm den Vorrat. Kammerjäger, sobald Tennis diese Geschütze ausschaltet, führst du den Bodenangriff an. Ich werde sie zerlegen. Und wer Todessehnsucht hat, kann sich mit Irene und Troy anlegen. Du redest vom Tod? Ich kann da die Kontakte knüpfen. Ava, bist du bereit, den Kammerjäger zu unterstützen? Ja? Bist du sicher? Du hattest recht. Wir müssen aufs Feuer zulaufen. Los geht's, Leute. Kammerjäger, mach dich bereit und sage Lebewohl. Es ist soweit. Ich bin noch ein bisschen im Rückspielhalter. Sprich mit mir, bevor du da runter gehst, Killer. Ja, dann im Moment verabschiede dich von jedem. Was hast du gerade gesagt, Oma? Ich bin noch in der Glücksspielhalle. Du hast meinen Verstärker. Gut gemacht. Ja? Okay. Ich verabschiede mich. Wir nehmen jetzt Ava mit. Alles bereit, Killer? Ich werde Tod und ihrem Ruf folgen, wohin sie mich auch führt. Es ist Zeit, in ein paar KDK-Ärsche zu treten und die Kalypsos auszuschalten. Geh zu Rolands Grab. Warn und Tennis werden auf dich warten. Oh Gott, ich hab dreimal den Totenkopf gezogen. Ich glaub, der hat mich geinfektiert. Du hast meinen Iridium-Verstärker. Gut gemacht. Ob sich die Bösen auch noch viele auspeisen können? Sah aber echt geil aus. So vorstellen halt, Boy hat gerade so einen, hat so einen fetten Strahl bis zum Mond hochgeschossen und den ganzen Mond umklammert. In so einen Strahl. Ich dachte, der macht jetzt hier so einen Thanos-Move, dass er jetzt einen Mond auf uns schleudert. Also die Schaltwelle, die uns davon getroffen hat. Du hast deinen Mund auf mich geschmissen. Das werde ich nicht zulassen. Daher finde ich diese Schiffe immer noch so verwirrend. Warum ich will endlich was Gutes kriegen? So, ich spende jetzt Mox. Hast du es gesagt? Achso, du willst Mox spenden? Ist sie denn wirklich sicher? Ich weiß ja nicht, wo sie das Geld alles hintut. Sie ist süchtig. Habe ich jetzt schon was bekommen von ihr? Der ist 50.000 reingeben. Nee, nur von Saul Hermelock habe ich ein Sturmgewehr bekommen. Hä, ja, was ist das denn? Achso. Da wo wir gerade durchgefahren sind, der Strecke, da gibt's nichts zum Sammeln. Ich hab mal nachgeschaut. Aber das wird jetzt auch auf der Karte angezeigt. Ja,
Also, ich reise jetzt schon mal zum Gebiet runter. Würde ich aber sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Wenn das heißt, wir treten das große Finale an. Ich weiß nicht, kann ich den Strahl eigentlich jetzt noch von Pandora aus sehen? Das würde mich jetzt noch interessieren. Bevor ich das jetzt hier beende. Das will ich jetzt noch sehen. Nach der Werbung. Also ist der Schlüssel jetzt der Mond und große Kammer war immer so. Auf Pandora und keiner. Schau jetzt mal meine Serie weiter. Oh ja, ich will auch schon den Mond sehen. Ob man den sehen kann. Boah, sieht das geil aus. Boah. Kommt der Mond immer näher oder täuscht mich das? Ich glaube, das ist näher gekommen. Dann somit auf Wiedersehen.